Wohin entwickelt sich unser Land, Herr Ronsheimer? Das ist doch die entscheidende Frage. Natürlich sind wir uns alle daran einig, dass Corona eine schlimme Krankheit ist. Natürlich sind wir uns daran einig, dass wir mit der Impfung wirklich etwas Wertvolles haben, was jeder für sich nutzen kann und soll, nach persönlicher Abwägung. Aber wir dürfen doch nicht alle freiheitlichen Grundrechte, die wir haben, jetzt derart in Frage stellen. Wir müssen doch zum Teil auch mal den Menschen es selbst überlassen, wie sie ihr Leben leben wollen. Ja, aber erstens, also stellen wir die Grundrechte nicht durch die Bank in Frage, nur weil eine Einzelperson im Spiegel ein Interview gibt, bedeutet das nicht, also dass das eine Bedeutung hat für das Regierungshandeln. Ich kenne niemanden, der in Verantwortung ist, der einen solchen Vorschlag ernsthaft erwägen würde. Und zum Zweiten, die Konsequenz kann nicht sein, wenn also jetzt jemand einen abwegigen Gedanken vorträgt, einen absolut abwegigen Gedanken, dass wir sagen, damit solche abwegigen Gedanken nicht vorgetragen werden, kann jetzt jeder tun, was er will. Man muss es ja zu Ende denken. Die Wahrheit ist ja, wenn der Ungeimpfte also infiziert ist und geht in den Club, wo noch andere sind, Ungeimpfte, und es kommen Leute zu Tod, das ist ja keine Kleinigkeit. Ich habe das Gefühl, dass jemand bei dir ist, weil die Leute ruhiger geworden sind. Aber was ist schon mal